Haben wir auf der New York Comic Con eine neue Lizenz bzw. einen neuen Partner für unser Digital Collecting gefunden und wurde der möglicherweise an dieser Stelle hier geleakt? Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Außerdem geht es um den nächsten Comic Drop, den wir sehen werden und das schon morgen. Und wir haben einen neuen Spider-Man Drop announced bekommen. Was das Ganze sein wird, das erfährst du jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein VVOG, heute mit den wichtigsten News. Und wenn du das Ganze auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn heute sind wirklich einige wichtige News mit dabei. Deswegen, wir sehen uns auf jeden Fall am Ende und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt rein mit dem ersten Thema. Und das erste Thema ist schon ziemlich brisant, denn ein Artikel auf LinkedIn über die New York Comic Con zeigt uns etwas super Interessantes. Ob das Ganze jetzt wirklich echt ist oder ob das Ganze jetzt an dieser Stelle eine Fehlinterpretation von meiner Seite ist oder ob das Ganze tatsächlich wahr ist, das müsst ihr auf jeden Fall entscheiden. Aber für mich ist das Ganze auf jeden Fall sonnenklar, denn wir sprechen hier von Target. Target ist nichts anderes als ein Markt bzw. ein Unternehmen, wo ihr alles Mögliche kaufen könnt, sei es über Küchengeräte, Fernseher und so weiter und so fort. Also wirklich im Prinzip alles, wenn ihr das so haben wollt. Und es ist tatsächlich auch eine sehr große Konkurrenz zu Amazon. Denn wenn man sich das Ganze mal anschaut, Amazon hatte 2021 einen Jahresumsatz von 217 Milliarden US-Dollar. Und ja, Target ist hier tatsächlich auf Platz 7 mit 104 Milliarden US-Dollar. Das ist schon ziemlich nah dran tatsächlich. Es ist, ja klar, 100% mehr, was Amazon hat. Aber es ist trotzdem, wenn man überlegt, wie groß Amazon ist, doch schon ziemlich nah dran. Ja, wie gesagt, auf Platz 7 ist hier Target auf jeden Fall unter diesen Unternehmen. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark. Und ja, Digital ist auch ein Thema, was natürlich auch in Zukunft bei Vivi deutlich bedeutsamer wird. Und viele Leute wollen ja auch so ein bisschen Digital sammeln, das heißt physisch und digital. Daraus setzt sich das ganze Wort Digital einmal zusammen aus physisch und digital. Das heißt, du kannst sozusagen dein physisches Collectible sammeln und gleichzeitig dazu das passende digitale Collectible. Meiner Meinung nach eine super coole Idee und hier sollte natürlich auch ein Partner dabei sein, der dementsprechend auch dem Ganzen gewachsen ist. Und Target ist meiner Meinung nach tatsächlich hier ein sehr guter Partner, denn mit Target haben sie ein sehr großes Unternehmen, wie ihr schon eben gesehen habt, und dadurch können auch eine Menge Leute direkt den Zugang zu diesen Collectibles physisch jedenfalls haben. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, ja Cap, wie kommst du denn jetzt darauf und warum denkst du, wird das Ganze noch kommen? Denn wenn wir uns den ganzen Artikel hier mal genauer anschauen, beziehungsweise den Part über Vivi, dann steht hier nämlich 1:1, Vivi hat sich mit den großen Jungs zusammengetan und mit Marvel Studios und Target, dem exklusiven Einzelhandelspartner für das kommende inhaltsbasierte Merchandise. Und ja, hier könnt ihr alle lesen, hier steht kommende inhaltsbasierte Merchandise. Das heißt, wir werden hier noch etwas sehen und wie ich eben schon erwähnt hatte, David wie auch Dan haben tatsächlich auch schon davon gesprochen, dass Digital mehr an Bedeutung gewinnen wird in den nächsten Monaten bzw. auch in dem kommenden Jahr und dementsprechend wäre das tatsächlich ein Partner, der hier ziemlich gelegen kommen würde für Vivi wie auch natürlich für das ganze gesamte Wachstum. Und ja, jetzt kann natürlich jeder davon halten, was er möchte, deswegen schreib mir auf jeden Fall unbedingt deine Meinung unten in die Kommentare und lass mich wissen, ob du denkst, ist das Ganze etwas, was tatsächlich passieren könnte oder denkst du eher, das Ganze ist irgendwie ein Tippfehler und hier hat irgendjemand Mist geschrieben. Schreib es mir unbedingt in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und jetzt würde ich sagen, springen wir auch direkt zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist der nächste Comic-Drop. Und der nächste Comic-Drop ist New Mutants Hashtag 1. Das Ganze wird am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Und hier an dieser Stelle mit einmal diesen wirklich meiner Meinung nach sehr schönen Covern. Dementsprechend für mich tatsächlich auch ein Drop, den ich mitnehmen werde. Ob du den mitnimmst, das musst du entscheiden, denn wir schauen uns auch gleich nochmal die Daten von Go Collect an. Die sehen nämlich nicht allzu prickelnd aus. Insgesamt gibt es hier noch zweimal ein Rare und auch ein Ultra Rare Exklusivcover. So sehen die ganzen einmal aus. Finde ich persönlich jetzt auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und es ist hier an dieser Stelle auch der erste Auftritt von den New Mutants. Außerdem wird das Ganze kommen über 20.000 Editions haben. Das Ganze wird auch einen Listenpreis von nur 7 Gems haben. An dieser Stelle ein normaler Standard Comic Drop. Und auch von den Preisen auf Go Collect ist das doch ein ziemliches Standard-Comic, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Eine 9.6 geht hier gerade mal für 55 Dollar über den Tisch, also wirklich nicht gerade viel. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Drop,
wo man einfach wissen muss, ob man den mitnehmen möchte oder nicht. Für mich persönlich ist das auf jeden Fall etwas wert. Wenn ich dort die Secret Rare bekommen sollte, dann ist das so, dann freue ich mich darüber, weil es einfach ein sehr schönes Cover ist. Aber ansonsten, wenn das nicht passieren sollte, dann ist es auch nicht schlimm. Und bevor wir weitermachen, würde ich mich auf jeden Fall an dieser Stelle sehr freuen, wenn du diesem ganzen Video, wenn es dir bis jetzt gefallen hat, sehr gerne ein Like da lässt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir auch tatsächlich direkt weiter zum nächsten Thema. Und ansonsten wurde auf der Comic-Con auch gleichzeitig noch etwas weiteres geleakt, und zwar nämlich der nächste Spider-Man-Drop. Und wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem Spider-Man, sondern von Miles Morales. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Cooles. Ich persönlich freue mich darauf auch extrem. Und ich würde sagen, wir schauen uns das ganze Video einfach mal ganz kurz an. Ich mache das für euch ganz kurz auf Ton und dann sehen wir uns gleich wieder. We actually have a few more things that are coming around. Around the back. So don't worry, people in the back, we are getting to you. Okay, and then we have one more announcement. Marvel fans, there is a Miles Morales collectible dropping very soon. So keep your eyes peeled. Thank you very much. Wie ihr an dieser Stelle gehört oder gesehen habt, Vivi hat an dieser Stelle, beziehungsweise Marvel hat an dieser Stelle hier einmal den nächsten Miles Morales Drop. Confirmed, wann das Ganze droppen wird. Das wissen wir an dieser Stelle leider nicht, aber ich persönlich freue mich auf jeden Fall sehr auf diesen Drop, denn wenn wir es so wie hier von Vivi viral bekommen sollten, so oder so ähnlich, dann ist das wirklich ein super cooles Collectible, was ordentlich anziehen wird und was auch das nächste sehr, sehr coole Spider-Man Collectible auf Vivi sein wird. Ob das Ganze als Mighty kommt oder normal statisch als drei Collectible-Varianten, werden wir sehen. Aber ich halte dich natürlich hier auf dem Kanal auf dem Laufenden. Das heißt, wenn du auf jeden Fall die Ankündigung zu dem ganzen NFT-Drop nicht verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, denn so verpasst du auf jeden Fall nicht den kommenden Drop. Android-Fans, aufgepasst, ihr habt nämlich momentan die Möglichkeit, etwas günstiger Gems zu bekommen, jedenfalls als wir Apple iOS. Jedenfalls als wir Apple bzw. iOS-User, was ich auch schon mal im letzten Video angesprochen habe, wir müssen nämlich momentan draufzahlen und ihr bekommt das Ganze einfach günstiger. Und das nicht zu wenig. Ihr seht schon gerade hier, der gute Captain Ara hat das einmal geteilt. 50 Gems will er sich holen und $44,39 zahlt er. Also besser geht's doch gerade gar nicht. Das Ganze an dieser Stelle natürlich nur zur Info, ob du jetzt die Gems dadurch kaufst oder nicht. Das ist natürlich völlig dir überlassen, aber hey, du bekommst die Gems günstiger und einfach mal so umsonst. Also eigentlich kann man da nicht Nein sagen. Das war es jetzt auf jeden Fall mit diesem Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Video. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.